Der Name Apache ist ein Sammelbegriff für zahlreiche Stämme der Ureinwohner Nordamerikas, welche durch viele kulturelle Bräuche durch eine gemeinsame Sprache geeinigt wurden. Die Apachen sprachen 7 verschiedene gegenseitig verständliche südathapaskische Apachensprachen, die zu den Athapaskensprachen aus der Dänisch-Sprachenfamilie gehören. Sprachlich sind die Apachen somit mit den Dänen im Norden und Nordwesten Kanadas sowie den Alaska-Dänen der nördlichen Athapasken verwandt. Die Stämme der Apachen lebten im südöstlichen Teil Nordamerikas. Die Apachenstämme wanderten im 14. und 15. Jahrhundert zusammen mit den Navajo-Dänen vom Norden, vermutlich über die östlichen Ausläufer der Rocky Mountains in den heutigen Südwesten der Vereinigten Staaten sowie Norden von Mexiko ein. Ihre Stammesgebiete wurden von den Spaniern und später Mexikanern als Apacheria bezeichnet und umfassten ab Mitte des 18. Jahrhunderts eine riesige Landfläche im Osten und Süden von Arizona, große Teile New Mexicos, den Süden Colorados, den Westen und Südwesten von Texas sowie große Areale der angrenzenden mexikanischen Bundesstaaten. Wie konnten die Apachen also ein riesiges Gebiet der heutigen USA und Mexiko erobern? Und die zweite Frage, welche es zu klären gilt, welche besonderen Bräuche und Lebensgewohnheiten pflegten die Apachen? In diesem Video erzähle ich euch die Geschichte über den 10. und unbeugsamsten Stamm der Ureinwohner Nordamerikas. Los geht's! Das Volk der Apachen wurde früher zu dem Stamm der Navajo dazugezählt. Doch die Navajo entwickelten eine separate Identität und wurden allgemein als eine selbstständige Ethnie bezeichnet. Die Navajo waren in Bezug auf die Sprache und die Kultur sehr nah mit den Apachen verwandt. Wenn man der Sache genauer auf den Grund gehen will, dann lebten die Apachen auf dem Gebiet des östlichen Teils des US-Staates Arizona und des US-Bundesstaates Texas sowie in dem nordwestlichen Teil des heutigen Mexikos. Wenn der gemeinsame kulturelle Ursprung und die ähnliche Sprachentwicklung außen vor gelassen wird, so gab es zwischen den einzelnen Strömen der Navajo, zu der auch die Apachen zählten, wenig bis keine Konflikte. Die Häuptlinge dieser Stämme der Navajo sprachen ca. 7 unterschiedliche Sprachen. Die Sprachen waren zum Beispiel die Sprache der Chiricahua Apache im Westen, die Mascalero Apachen im Landesinneren oder die Lipan Apache im Südosten. Forscher gehen heute davon aus, dass noch mehr Dialekte der Apachen existiert haben. Ein interessanter Fakt ist, dass die westlichen Apachen eine der sehr wenigen Ureinwohner Amerikas sind, welche bis heute auf ihrem ursprünglichen Gebiet leben. Genauer gesagt im heutigen US-Bundesstaat Arizona. Auch heute kann man die kulturellen Unterschiede unter den einzelnen apachen Stämmen feststellen. So gibt es heute aufgrund der unterschiedlichen Kultur entsprechend viele Apachen-Reservate im US-Bundesstaat Arizona. Nun schauen wir uns den Zeitabschnitt an, als die heißblütigen Apachen zur Zeit der Kolonialisierung des nordamerikanischen Kontinents erbitterten Widerstand gegen die Siedler aus Europa geleistet haben. Zuallererst gilt es zu erwähnen, dass die Stämme der Apachen sehr gut das Gelände und das Land allgemein gut kannten, auf dem sie lebten. Von Kleinern wurden die Kinder der Apachen so erzogen, dass diese unter schwierigen Bedingungen in der Wildnis überleben konnten. So lernten die Kinder auf sich selbst und auf ihre Sinne sowie Fähigkeiten der Wildnis zu verlassen. Die Apachen haben sich bei den weißen Siedlern den Ruf eines zähen sowie brutalen und furchtlosen Stammes erarbeitet. Zu diesem Zeitpunkt, als die Ureinwohner Nordamerikas und die Europäer versucht haben, eine gemeinsame Sprache zu finden sowie Handel zu treiben, waren die Apachen diejenigen, welche nur selten Frieden mit den Europäern geschlossen haben. So haben die Apachen die weißen Siedler bei Gefechten oft in einen Hinterhalt geführt. Als vielleicht erster weißer Siedler stieß im Jahre 1540 nach Christus der spanische Konquistador Francisco Vázquez de Coronado auf die Ureinwohner der Apachen. Im Jahre 1598 nach Christus traf sein Landsmann Juan de Onate auf sie. Er war der Erste, der den Zuni-Begriff Apachu, welches auch als Feind übersetzt werden kann, als das Wort Apache übernahm. Mit der unfreiwilligen Einführung des Pferdes durch die Spanier nach dem Pueblo-Aufstand, welches im Jahre 1680 nach Christus stattfand, erhöhte sich die Mobilität und der Aktionsradius der Apachen-Gruppen enorm. Vom Arkansas River im südlichen Colorado, im Norden bis in die mexikanischen Bundesstaaten wie Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango und Jalisco im Süden, vom Colorado River im Westen bis nach Zentral- und Südtexas im Osten, plünderten die Ureinwohner der Apachen weiße Besitztümer.
Hierdurch konnten die Apache die Spanier und Mexikaner größtenteils aus ihrem Gebiet, das die Spanier Apacheria genannt haben, fernhalten. Zum gemeinsamen Schutz, um die Apachen zu isolieren, schlossen die Spanier und später die Mexikaner Allianzen mit den Pima, Opata, Tarahumara, Pueblo, Wichita und Caddo Ureinwohnern einen Vertrag ab. Als Gegenleistung für die Ureinwohnerunterstützung eröffneten die Spanier und Mexikaner ihre Märkte, den Ureinwohnern Produkten und Waren und versorgten diese Stämme mit Waffen und logistischer Unterstützung in deren Kampf gegen die Apachen. Zusätzlich ist noch zu bemerken, dass die Apachen vor der Ankunft der Kolonisten aus Europa das Schießpulver und die Schusswaffen nicht kannten. Nach der Übernahme der Schusswaffen in früherer Form von Musketen und später Gewehre und Revolver konnten die Apachen noch effektiver Beutetiere wie Bisons jagen, konnten sich besser gegen ihre Feinde wie europäische und später amerikanische Siedler zur Wehr setzen. Die amerikanischen Siedler hatten jedoch eine zahlenmäßig überlegene Armee im Vergleich zu der Anzahl der Krieger der Apachen. Dies war einer der Gründe, warum die Apachen direkte Schlachten vermieden haben und die Armeen der Siedler in Hinterhalte führten oder einen Guerillakrieg starteten. Der Stamm der Lipan-Apachen unterschied sich von den anderen Apachenstämmen. In allen Eigenschaften waren die Lipan-Apachen brutaler und skrupelloser. So haben die früheren europäischen Siedler die Lipan-Apachen mehr gefürchtet als alle anderen Apachen. Es gibt Quellen, welche berichten, dass die Lipan-Apachen Kannibalismus im 18. Jahrhundert praktiziert haben. Die Lipan-Apachen lebten an der südöstlichen Grenze der heutigen USA und Mexikos. Nach Epidemien und Kriegen mit den Spaniern, in welchen viel Blut vergossen wurde, hat sich die Anzahl der Lipan-Apachen deutlich verringert. Nach dem Entstehen der Vereinigten Staaten von Amerika schlossen die Lipan-Apachen mit den USA zunächst Frieden. Doch dieser Frieden blieb nicht lange bestehen und nach einigen kleinen Raubüberfällen auf Siedler auf dem Gebiet des heutigen Texas haben die USA den Lipan-Apachen den Krieg erklärt und so wurden im Jahre 1881 die letzten Lipan-Apachen ausgelöscht. In dem Zeitraum zwischen dem Jahr 1845 und 1856 haben die Lipan-Apachen ihre größten Niederlagen gegen die USA erlitten. Als später die USA ehemals mexikanische Gebiete übernommen haben, lieferten die Apachen der US-Armee erbitterte Kämpfe. Die Apachenkriege von den Jahren 1850 bis 1890 waren die längsten und kostspieligsten Kriege der USA im 19. Jahrhundert. Durch die hohen Verluste an Soldaten und Zivilisten, die Schwierigkeiten im Gelände, die Schnelligkeit, Schlauheit und Grausamkeit der Apachen und ihren verzweifelten, lange dauernden Widerstand wurden viele ihrer Anführer berühmt. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts kapitulierten die letzten Apachen und zogen in die Reservate. Einer der Ziele der amerikanischen Siedler zu dieser Zeit war die Vernichtung der Ureinwohner, welche an den Grenzen des US-Bundesstaates Texas gelebt haben. Viele der heutig lebenden Apachen lehnten das vorhergehende Leben in Reservaten ab und zogen in die Großstädte. Die größten Gemeinden der Apachen befinden sich heute in Oklahoma City, Kansas City und Phoenix. Einige Apachen arbeiten heute als Saisonalarbeiter auf Farmen. Aus diesem Grund leben sie nicht weit von landwirtschaftlichen Betrieben der heutigen USA. Ein interessanter Fakt ist, dass eine kriminelle Subkultur, welche Anfang des 19. Jahrhunderts in Frankreich ihre Blüte erlebt hatte, Apachen genannt wurden, weil diese unermüdlich wild und rebellisch waren. Zu dieser Zeit haben die Europäer und Amerikaner genau diese Eigenschaften dem Stamm der Apachen zugeschrieben. Das war es heute zu den Ureinwohnern der Apachen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.